So, willkommen zurück zu Folge 223 bei Football Tactics and Glory. Wir sind aktuell in der 12. Saison, das heißt, wir schreiben das Jahr 2028. Heute spielen wir gegen Leipzig. Die spielen in der zweiten Liga, wir in der ersten Liga. Ligapokal 16. Finale. Heute findet das Rückspiel gegen Rasenballsport Leipzig statt. Wir haben das Hinspiel 1-1 unentschieden gespielt. Gut, gucken wir mal. Leipzig, 3-Sterne-Mannschaft. Oh, das ist mal ebenbürtig. Schauen wir mal einen Sturm von Leipzig an. Ein rechter Stürmer mit Grätsche, Kopfball. Als normaler Stürmer in der Mitte und Mittelstürmer mit Einwurf. Okay. Die haben. Ach, Leipzig war die Mannschaft ohne direktes Mittelfeld hier. Die haben gerade mal ein Mittelfeld. Ah ne, noch einen Offensiven. Gut. Heute ist wieder Zeit, Volkert spielen zu lassen. Niemand mit Hackentrick dabei. Milberg brauchen wir da auch nicht. Dann nehmen wir Knoll. Nö, das passt ja dann eigentlich. Bremer steht. Gut, Helmer. So, wie sieht's im Tor aus? Der hatte keine Fähigkeit, der Torwart. Libero mit langem Pass. Libero mit langem Pass. Leipzig spielt zu Hause. Hackentrick. Ich möchte gern mit Carlo spielen. Schiegel brauchen wir nicht. Amstetter erstmal wieder. Auf deine Position. Puh. Ich glaube, wir werden mal Adler hierhin packen. Dann nehmen wir Carlo darüber. Wenn Pässe auf Außen kommen, muss Adler mal versuchen, die wegzufangen, wenn das geht. Abfangen hat Bremer. Wir probieren es so. Zum Spiel zuschauen. Wir spielen in Grün-Weiß, Leipzig in Schwarz. Und die haben Anstoß. Ach, Scheiße. Okay, gut gemacht. Knoll. Der hat ja Anstoß immer. Da ist ja Bremer fast unnötig. Und da. Der hatte Grätsche. Ach, Mann. Also, was macht der jetzt? Der zieht nach innen. Okay, da müsste aber Knoll drauf gehen, wenn er durchgekommen wäre. Er macht es nochmal mit Grätsche. Ich fasse es nicht. Jetzt. Boah, vorbeigeköpft. Puh. Carlo, sehr schön. Jetzt
irgendwie den Ball zu Helmer bekommen. Helmer holen. Tier. Okay, Amstetter hat einen Ball. Oh Gott, hier drüben ist alles leer. Was ist das für ein Spiel? Und in, Ball ist weg. Der schießt noch. Nochmal Mist. Amstetter holt ja einen Ball, dann zu Helmer. So, jetzt auf Helmer. So, langer Pass auf Carlo, bitte. Ging durch. So, Carlo, Kanonenschuss. Eckball. 44. Minute. Oh, komm. Bartmann. Nein, nicht Bartmann. In der Fresse, das ist wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Mist. Komm, schieß hier hinter. Scheiße. Mit Tilele probiere. Nein. Wir probieren es nochmal so. Wir hatten ja eine Chance. Und Carlo holt den Ball. Und je nachdem, wer ihn dir abnimmt, stehst du doch relativ gut schon. Okay, der passt nach außen. Das Hinspiel hatten wir 1-1 zu Hause gespielt. Wenn wir jetzt 0-0 spielen, hätte Leipzig ein Auswärtstor geschossen und wäre damit weiter. Amstetter hat sich den Ball geholt. Komm, jetzt Kontrolle. Kontrolle in der Ecke. Auswechseln. Amstetter raus. Sauer rein. Puh. Oh, verdammt. Okay. Adler ist echt eine Fehlplatzierung hier. So, jetzt auf Helmer. Gott. Nein. Carlo holt sich schon wieder den Ball. Okay, Carlo konnte sich einmal durchsetzen. Ah, jetzt kommt er mit Kretschig. Was ist nicht? Okay, der zieht sich zurück. Komm, Amstetter, Grätsche. Nein. Ich glaube, Amstetter ist gerade vom Platz geflogen. Neunzigste. Okay, wir sind im Ligapokal ausgeschieden, würde ich sagen. Wieder mal in der ersten Runde. Oh Gott. Ach, dann haben wir jetzt Winterpause. Ach, Scheißdreck. Hier brauche ich nicht schauen. Zweikämpfe sind wir vielleicht. Nee.
Auch nicht. Post. Nach dem Gesamtergebnis beider Spiele ist Rasenballsport Leipzig in das Achtelfinale des Ligapokals eingezogen. Aber wir sind ausgeschieden. Sie hatten genug Erfahrung und Möglichkeiten, wenigstens ins Halbfinale einzuziehen. Haben sie aber nicht genutzt. Wenigstens ist es kein wirklich. Okay, ich fand, es war ein schlechtes Abschneiden. Oh, noch ein europäisches Spiel. Okay. Post. Europapokal. Runde 5 der Gruppenphase. Heute spielen wir gegen Zlin. Was ist Zlin? Wo ist das? Die sind Platz 1. Okay, zurück. Eine tschechische Mannschaft. Gut. Zlin. Was haben sie denn? Kanonenschuss. Tunneln. Grätsche. Tunneln. Okay. Rainer passt. Knoll ist auch in Ordnung. Die haben keine Hackentrick-Leute dabei. Knoll ist aber echt erschöpft. Wir lassen Knoll mal. Ja, muss ich einfach zusammenreißen. So im Tor, der hat keine Fähigkeiten. Gut. Olympisches Turn, Libero. Hackentrick, Kopfball. Innenverteidiger, Innenverteidiger. Die Lele. Die Lele und Carlo. Noch irgendeine Idee, Kretscher. Adler. Langer Pass. Zweimal langer Pass. Roter. Hackentrick. Der wird durchlaufen wollen. Komm, wir probieren es so. Zum Spiel. Oh, Moment. War jetzt Amstetter wieder da? Ja. Gut, dann ist alles in Ordnung. Wir spielen zu Hause gegen Zlin. Pass auf Tilele. Oh, Scheiße. Bei sowas hätte ich doch. Kopfball probieren können. Da hätte ich aber Höppner wieder aufstellen müssen. Ja. Oh Gott. Krasser Pass. Ball ist wieder weg. Jawohl. So, jetzt bitte pass einfach auf Helmer. So, Helmer jetzt auf Tilele. So, und du machst mal jetzt dein Tor. Nö, lass mal so weiterspielen.
Okay, vielleicht gewinnen wir das Spiel. Dann hätten wir vielleicht noch eine Mini-Chance im Europapokal weiterzukommen. Jetzt nehmt ihr mir erstmal den Ball ab und ich bin wieder dran. So, Bremer. Ach nee, Amsterdam kommt. Okay. Amstetter. Oh. Okay, der Pass war mies. Ja, Carlo. Junge. So. Bartmann bitte auf Helmer. Oder auf Schiegel. Schiegel sehr gut. Carlo macht ein Tor. 2-0, 45. Minute. Jawoll. Oha, so sehr gut. Gut. Wollen wir irgendjemanden pushen? Höppner. Höppner würde ich sehr gerne weiter stürmen sehen. Knoll. Knoll nehmen wir mal raus, dafür Milberg jetzt rein. So, zweite Halbzeit. Ich bin eigentlich immer nur noch dabei, in der zweiten Halbzeit Energie zu sparen. Meiner Stammspieler. Wobei die meisten sind wirklich alle Stammspieler. So. Höppner läuft schon mal nach vorn. Der Pass war scheiße. Amstetter, hol dir mal einen Ball. So. Kannst du auf Höppner passen? Oh. Auf Tilele. Flankt er jetzt? Nein. Okay, er versucht es mit Hackentrick. Oh, oh, sehr gut. Jetzt rein das Ding. Jetzt müssen wir die Lele rausnehmen. Petazzoli rein. Wobei, scheiße, wir haben doch jetzt Winterpause. Wäre eigentlich genug Zeit zur Erholung. Mann. Vergessen. So, 3-0, 66. Minute kommt. Oh, Petazzoli läuft direkt mal vor. So, Schiegel. Petazzoli, was machst du jetzt? Ziehst du direkt ab? Okay, schade. Gibt aber Stürmerpunkte. Was schon ganz gut ist. Höppner auch jetzt direkt vom Tor. Amstetter Grätsche. Pass auf Helmer. Schade.
Ah, 88. Minute. Was kann jetzt noch passieren? Nichts mehr. Tuhuhu. Das ging auch daneben. Wir haben gewonnen. Jawohl. Oha, Spielende. Oh, das gibt sowas von Punkte. Wir bräuchten viel mehr solche Europapokalspiele. Tilele, Westermann, Amstetter und Marunde. Tilele sogar ein Upgrade. Du bist schon auf Stufe 3. Dann lernst du mal das. Mehr Erfahrungspunkte. Oi, oi, oi. 10 Millionen. Das heißt, wir können uns ein größeres Stadion kaufen. Ich hoffe, ich muss nicht zu viele Verträge in der nächsten Saison verlängern. Okay, wir sind... Scheiße, wir sind ausgeschieden. Wir haben nach 5 Spielen 6 Punkte. Stehen auf Platz 3. Es kommt nur noch ein Spiel, das heißt, wir könnten maximal 9 Punkte haben. Platz 1 und 2 hat aber schon 10. Valencia und Grünwald sind rausgeflogen. Naja, hier ist noch ein Spiel. Moment, wenn wir noch ein Spiel haben, dann beende ich hier erstmal die Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.